Iskender Kebab ist aus der türkischen Imbisswelt gar nicht mehr wegzudenken und ich möchte euch heute sehr gerne zeigen, wie das eigentlich hergestellt wird. Typischerweise könnt ihr Iskender Kebab eigentlich auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen herstellen. Hier jetzt gerade zu sehen Variante 1 auf Basis des Teiges, den ich euch jetzt nochmal sehr, sehr gerne oben rechts einblende. Den habe ich auch bereits für Lahmacun in einem weiteren Video verwendet. Nachdem wir den Teig, so wie hier zu sehen, schön ausgerollt haben, geben wir ihn nun gemehlt hier auf ein solches Brett, Blech. Und es geht bei etwa 300 Grad in den Ofen. Es dauert dann auch nicht lange, nämlich ungefähr 30 Sekunden, bis es Blasen wirft. Wir drehen es um, es geht wieder zurück in den Ofen. Weitere 30 Sekunden später ist unser Teig auch bereits fertig. Was man jetzt nicht sieht, ist, wie man diesen dann auch weiterhin in Streifen schneidet. Aber das sehen wir dann später. Die zweite Variante besteht aus Fladenbrot, so wie wir es hier sehen. Wir haben dieses Fladenbrot jetzt bereits klein geschnitten und geben es in heißes Öl in die Pfanne und rösten es eigentlich nur ganz stumpf an. Warten dann eigentlich nur, bis es knusprig und goldbraun geworden ist und werden es dann zum Abtropfen auf ein kleines Küchenkrepp geben. Wenn das dann geschehen ist, kommen wir nochmal zu den anderen Hauptbestandteilen unseres Iskender Kebab. Wir geben Butter in eine Pfanne, die wir erst einmal ein klein wenig schmelzen lassen. Sobald die Butter dann geschmolzen ist, leicht braun, nussig geworden ist, aber ohne zu dunkel zu werden, geben wir Tomatenpüree hinzu. Wie immer gilt, dass ich die Zutaten natürlich unten in die Beschreibung stecke, sodass ihr dann auch im Nachgang nochmal schauen könnt, wie das denn mit den Mengenverhältnissen so war. Und diesem Tomatenpüree geben wir jetzt einige Zeit hier in der Butter bei guter Hitze. Soll auch nicht schwarz werden, denn Tomate, die schwarz wird, tendiert dazu, bitter zu werden, ähnlich wie man das von anderen Zutaten kennt. Dazu kommt dann noch ein klein wenig Tomatenmark, was ich ebenso unten in die Beschreibung packe, natürlich sei dazu gesagt, und zusammen schwitzen wir es jetzt etwas an. Das Anschwitzen sorgt jetzt dafür, dass die Flüssigkeit, die in den Zutaten enthalten ist, nach und nach verfliegt. Das werden wir gleich auch sehen. Hier an der Stelle schon etwas, ja, weniger flüssig als zu Beginn. Das ist der Grund, warum wir dann ein klein wenig Wasser hinzugeben. Wir wollen am Ende auch eine wunderbare Konsistenz haben, obwohl wir die Tomatenzutaten zusammen etwas anschwitzen wollen. Und man muss dann einfach mal mengentechnisch ein bisschen schauen, wie viel Wasser man dann real am Ende hinzugegeben hat. Hier jetzt eine kleine Menge zunächst mal. Wir werden gleich sehen, es war noch nicht ausreichend, aber für den ersten Schwung auch schon mal ganz gut. Die anfängliche Flüssigkeit, die wir hatten, ist jetzt schon wieder drin. Und so wiederholen wir das eigentlich mehrere Male. Zusammen ergibt das dann am Ende die Tomatensoße, die man auch auf dem anfänglichen Teller bereits gesehen hat. Diese Tomatensoße nehmen wir dann heran, um
die anfänglichen Streifen unseres Lamajun-ähnlichen Teiges dort hineinzugeben. Tunken sozusagen die Streifen in dieser Tomatensoße und geben sie bereits auf einen Teller. Wenn wir das getan haben, begeben wir uns daran, Dönerfleisch über diese in Tomatensoße getunkten Teigstreifen zu geben. Das sieht jetzt eigentlich schon herrlich aus. Wird dann im Nachgang in mehreren Schichten gelegt, sodass wir jetzt wieder die Streifen in der Tomatensoße tunken und dann über das Dönerfleisch geben, und so wird abwechselnd geschichtet. Dazu sei gesagt, Variante 2, die wir jetzt hier nicht sehen, besteht dann darin, die Fladenbrotwürfel dort in die Tomatensoße zu geben und dann ebenso hier anzurichten, so wie wir es hier mit den Teigstreifen machen. Hat den Unterschied, die Variante mit Fladenbrot ist etwas knuspriger. Da müsst ihr einfach nach eurem eigenen Geschmack vorgehen. Wir haben jetzt hier die zweite Lage bereits gelegt. Herrlich. Es sieht auch schon super saftig aus. Und nun geben wir etwas weitere Butter in eine Pfanne. Diese soll einfach nur geschmolzen werden. Ich denke, jeder kann sich bereits ausmalen, dass das Gericht, was wir hier sehen, Iskender Kebab, nichts für eine Diät ist, es sei denn, ihr esst nebenbei nichts anderes mehr. Ist doch hochkalorisch und hat ordentlich Dampf unterm Kessel, wie ich sagen würde. Diese Butter dient jetzt eigentlich nur dazu, über unseren Teller gegeben zu werden in geschmolzener Form. Das heißt, wir warten jetzt, bis die Butter komplett ohne braun zu werden geschmolzen ist in der Pfanne, und dann wird der Butterschaum so über den Teller gegeben, wie wir es jetzt hier sehen. Im nächsten Schritt nehmen wir Naturjoghurt, ganz normalen Naturjoghurt. Dieser wird in einer Schicht ebenso über unsere abwechselnden Lagen Teig und Fleisch gegeben. Wir haben noch etwas Rest-Tomatensoße übrig. Die wollen wir natürlich auch nicht verschwenden und geben diese als Topping ebenso mit oben drüber. Dann wird nochmal etwas Joghurt nachgegeben. Garniert. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. In diesem Fall ist es Petersilie, was standardmäßig dazugehört. Es sieht final wirklich hervorragend aus und mir bleibt wie immer nur zu sagen, bon appétit.